Hallo, schön, dass du es in meinem Basic 1 Video geschafft hast. Ich gehe davon aus, dass du dich jetzt mit den Inhalten des Intros und dem benötigten Vorwissen super auskennst. Lass uns loslegen. In diesem Basic 1 geht es nur um den Quader. Ich hoffe, du weißt, was ein Quader ist. Zur Auffrischung, hier ist ein Bild. Wir beschriften gemeinsam, dann sind wir alle auf dem gleichen Stand. Die Seite A sind alle waagrechten Seiten, hier mit rot markiert. Die Seite B sind alle schrägen Seiten, hier in grün, und die Seite C sind alle senkrechten Seiten in violett. Jetzt, wo das geschafft ist, wäre es hier optimal, die Flächendiagonalen D1 bis D3 zu finden. Schaffst du das? Überlege, wo du die Flächendiagonalen einzeichnen würdest und drücke dann wieder auf Play. Ich löse nämlich jetzt das Rätsel auf. Wir haben 6 Flächen, jeweils 2 davon, nämlich die, die sich einander gegenüberliegen, haben die gleiche Größe und die gleiche Form. Darum nennen wir sie deckungsgleich und sie werden mit den gleichen Diagonalen beschriftet. Demnach zeichnen wir 3 Diagonalen ein. D1 in Rot befindet sich auf der Grund- und der Deckfläche. D2 in Grün auf der Vorder- und auf der Hinterseite des Quaders und D3 in Violett links und rechts vom Quader. Hier nochmal die Formeln, um jede einzelne Diagonale zu berechnen. Eigentlich solltest du das schon längst können. Die D1 berechne ich mit der Wurzel aus a² plus b². Die D2 in grün berechne ich mit der Wurzel aus a² plus c². Und die D3 in violett berechne ich mit der Wurzel aus b² plus c². Die Flächendiagonale wäre geklärt. Doch wie sieht es jetzt mit der Raumdiagonale aus? Was ist denn überhaupt der Unterschied? Überleg mal. Wir wissen bereits aus dem Intro, dass eine Flächendiagonale immer von einem Punkt zum weitest entfernten gezogen wird. Darum haben wir die Diagonalen unserer Flächen wie vorher eingezeichnet. Im Quader selbst, also im Körper, funktioniert das nach dem gleichen Prinzip. Überlege, wie du die Raumdiagonale einzeichnen würdest. So, ich hoffe, du hast dir Gedanken gemacht. Denn wir suchen die Raumdiagonale in unserem Quader. Wir suchen uns dafür eine Ecke in unserem Quader aus und ziehen eine Diagonale zur weitest entfernten Ecke. So sieht unsere Raumdiagonale aus. Die Raumdiagonale entsteht durch eine Herleitung mit dem Satz von Pythagoras. Ich zeichne das Dreieck jetzt ein. Wie du siehst, benutzen wir für den Satz des Pythagoras unsere Flächendiagonale D1. Somit lautet die Formel D1 zum Quadrat plus C zum Quadrat ist gleich dr zum Quadrat. D1 zum Quadrat kann ich allerdings aufspalten in a² plus b². Somit lautet die ausgeschriebene Formel die Wurzel aus a² plus b² plus c² ist gleich dr. Da du nun die Herleitung der Raumdiagonale kennst, ist dir sicher klar, dass du die Raumdiagonale einzeichnen kannst, wie du möchtest. Du musst immer darauf achten, dass der Satz von Pythagoras anwendbar ist. Somit könnte auch diese blaue Gerade hier unsere Raumdiagonale sein. Denn auch diese kann man mit dem Satz von Pythagoras herleiten. Die Formel allerdings bleibt immer gleich. Die Wurzel aus a² plus b² plus c² ist gleich dr. Wir gehen von der Theorie nun direkt in die Praxis. Ich hoffe, du hast alles bis jetzt verstanden und kannst mit dem Rechnen loslegen. Halte dafür bitte Papier, Stift, Lineal oder Geodreieck und einen Taschenrechner bereit. Denn wir brauchen deine Hilfe. Unser Pool ist ein Quader und hat 3 Abmessungen: Länge, Tiefe und Breite. Fabius, das kleine Poolspielzeug, soll von einer Ecke im Pool zur weitest entfernten schwimmen. Dafür muss man den Fisch immer aufziehen. Einmal aufziehen lässt Fabius 12 Meter schwimmen. Hilf uns bei der Berechnung der Raumdiagonale, damit wir Fabius starten lassen können. Deine Angaben: Das Pool ist 10 Meter lang, 5 Meter breit und 2 Meter tief. Gesucht ist die Raumdiagonale. Setze nun in A, B und C ein. Das sollte nicht allzu schwierig gewesen sein. A ist 10 Meter, B ist 5 Meter und C ist 2 Meter. Deine Aufgaben: Zeichne den Quader als Skizze. Beschrifte den Quader. Schreibe die Formel zur Berechnung auf. Setze in die Formel ein. Berechne
und schreibe eine Antwort. Versuche das Beispiel zu lösen und drücke dann wieder auf Play, denn hier kommt die Lösung. Natürlich habe auch ich einen Quader gezeichnet und diesen mit A, B und C beschriftet. Ich habe auch eine Raumdiagonale eingezeichnet, damit ich direkt weiß, wo Fabius schwimmen muss. Nun habe ich 1 und 2 der Aufgaben schon erledigt. Wir schreiben gemeinsam die Formel an. dr ist gleich die Wurzel aus a² plus b² plus c². Ich setze meine Werte von oben in diese Formel ein und rechne sie direkt im Kopf aus. Das ergibt dr ist gleich die Wurzel aus 100 plus 25 plus 4. Wenn ich das ausrechne, bekomme ich dr ist gleich die Wurzel aus 129 und wir möchten das Ergebnis nun direkt auf 2 Dezimalstellen runden. dr ist gleich 11,36 Meter. Die Antwort dazu? Die Raumdiagonale ist 11,36 Meter lang. Kann Fabius ans Ziel kommen? Ja, Fabius kommt ans Ziel. Danke für deine Hilfe. Jetzt wissen wir, dass Fabius auf jeden Fall ans Ziel kommt. So, jetzt weißt du alles über den Quader. Im nächsten Video wirst du alles über den Würfel erfahren. Sei gespannt!